Pablo Hagemeyer ist Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Experte für Narzissmus. Seine Sachbücher sind Spiegel-Bestseller. Für Goldkind bringt er seine Kenntnis als Beirat ein und klärt auf. Gemeinsam wollen wir den Familien und Kindern von Narzissten helfen. Denn mit ihnen umzugehen ist nicht leicht. Die direkte Konfrontation löst bei Narzissten meist nur Abwehr aus und der Kreislauf manipulativer Verhaltensweisen geht einfach weiter. Doch es gibt Wege aus dieser Schleife. Darüber spricht Narzissmusexperte Pablo Hagemeyer hier anhand von Beispielen aus seiner Praxis. In diesem Video erfährst du etwas über Macht im Spiegel des Narzissmus. Typischerweise nutzt eine narzisstische Person Macht, um eigene Bedürfnisse durchzusetzen und Machtverlust zu verhindern. Missbrauch von Macht ist häufig gezielt. In engen Beziehungen, wo wenig äußere Kontrolle herrscht, kommt es leider sehr häufig zum Missbrauch von Macht. Missbrauch bedeutet, dass etwas, was eigentlich gut und sinnvoll ist, für einen egoistischen und narzisstisch motivierten Zweck benutzt wird. Auf Kosten von anderen. Dabei sollte jeder wissen, dass Missbrauch, Nötigung oder Erpressung eine Straftat ist. Deine Grenzen sind nicht ohne deine Zustimmung veränderbar. Daher dieses Video. Der machtbewusste Narzisst klebt an Beziehungen, in denen er das Sagen hat. Das Wohlergehen des Menschen an seiner Seite ist ihm egal. Hauptsache, er spielt sein Spiel und kann seine eigene Machtposition halten, die er immer und überall zur Schau stellt. Seht her, ich bin hier der Chef. Ohne mich läuft hier gar nichts. Ein verbreitetes Herrschaftsinstrument des despotischen Narzissten, das vielen Opfern unangenehm bekannt sein dürfte, ist das Halten langer Monologe. In der Interaktion mit anderen schwingt ein dominanter Narzisst ständig seine Reden, findet kein Ende, hört sich selbst am liebsten reden und grätscht anderen, die es wagen, das Wort zu ergreifen, in die Sätze. Redezeit ist Herrschaftszeit. Während Zuhören allein noch nicht traumatisierend wirkt, sind lautgebrüllte Wuttiraden in ihrer grenzverletzenden Eindringlichkeit durchaus und unbedingt der psychischen Gewalt zuzuordnen. Andere dominante Narzissten festigen ihre Macht und traumatisieren dabei unbedacht andere, indem sie Ideen ohne Rücksicht auf Verluste und Kosten zu Tatsachen werden lassen. Denn Tatsachen zu schaffen, stärkt die eigene Position. Besonders wirkungsmächtig sind in diesem Zusammenhang Sanktionen und Korrekturen, die darauf abzielen, das Opfer klein und den Narzissten selbst im Sattel seines hohen Rosses zu halten. Die sogenannte Straftendenz, also oft und viel zu bestrafen, kann ein Hinweis auf narzisstisches, also auf selbstgefälliges und selbstgerechtes Verhalten sein. Im Spiel um Macht geht es auch um Kontrolle. Wie niemand sonst verstehen es manipulative Personen, in anderen zu bewirken, was ihnen nutzt, und durch Überwachung zu verhindern, was ihnen schadet. Es gibt ein paar Anzeichen, an denen du erkennen kannst, ob du in so einer Machtbeziehung feststeckst. Mit deinem Partner oder deiner Partnerin, deinen Eltern oder deiner Chefin oder deinem Chef. Und es gibt dabei Eigenschaften, die es dem Narzissten leicht machen, seine Macht an dir auszuüben. Zum Beispiel, wenn du grundsätzlich bescheiden auftrittst und damit zufrieden bist, dich unterzuordnen. Du schämst dich oft oder fühlst dich leicht gekränkt. Du nimmst Regeln und die gegebene Ordnung an, wie sie sind, hinterfragst nichts und begehrst nie auf, vor allem aus Angst und um Streit zu vermeiden. Du fühlst dich vielleicht wie ein Passagier, statt aktiv zu bestimmen und zu gestalten. Womöglich kannst du deine eigenen Grenzen gar nicht mehr spüren oder
besitzt gar keine oder hast nie welche besessen. Du bist nicht in der Lage, Nein zu sagen. Du schweigst, vor allem in Situationen, in denen du dich unwohl fühlst. Du ertappst dich ab und zu dabei, dass du trödelst, zögerst, inaktiv mitmachst. Das ist deine passiv-aggressive Art, dich zu verteidigen. Bei deinem Lieblingsnarzissten löst das Verärgerung aus. Manchmal benutzt du vielleicht auch Krankheiten als Rückzugsmöglichkeit. All das sind Warnsignale. Da noch rauszukommen und selbst aktiv zu werden, ist sehr, sehr schwer. Aber nicht unmöglich. Daher befreie dich aus der Opferrolle. Welche Lösungen und Tricks gibt es? Das geht. Beginne mit vielen kleinen Gegenpunkten. Sage so Sachen wie, ich sehe das anders. Ich empfinde das nicht so. Das will ich nicht. So mache ich das nicht. Nicht zu tun, was der Narzisst von dir verlangt, ist ein wesentlicher Teil der Strategie gegen ihn. Und es beginnt im Kleinen. Ob vor Gericht oder in der alltäglichen Auseinandersetzung mit deinem Narzissten, hol dir deine Glaubwürdigkeit und deine Würde zurück. Schritt für Schritt. Entkräfte jede einzelne Behauptung, die dazu dient, dich klein zu machen, dich inkompetent aussehen zu lassen, dich zu verletzen und zu zerstören. Versuch, die Lügengeschichten und die Unwahrheiten deines Narzissten zu demontieren. Dokumentiere jede Interaktion, zieh Zeugen hinzu. Versuch, immer öfter Nein zu sagen und tu nichts von dem, wozu dein Narzisst dich drängen oder verführen will. Reagiert er oder sie mit Handgreiflichkeiten oder Gewalt, dann schalte die Polizei ein. Vor allem aber, setz das wirksamste Mittel ein, das es gegen Narzissten gibt. Spiel du dein eigenes Spiel. Und zwar nach den gleichen Regeln, die der Narzisst benutzt. Ebenso berechnend und unverfroren. Aber nicht bösartig und nicht schädigend. Entwickle eine taktisch kluge Strategie und handle danach. Dabei, das durchzusetzen und deine Wahrnehmung zu unterstützen, kann eine Strichliste helfen. Wessen Bedürfnisse werden hier erfüllt? Seine oder deine? Tust du, was der Narzisst sagt oder was du willst? Ist er freundlich zu dir oder du zu ihm? Sorg dafür, dass sich die Striche ausgewogen verteilen. Wenn nicht, konfrontiere deinen Narzissten damit. Ich soll mit dir zusammen Fußball gucken? Klar, wenn wir vorher zusammen die Komödie geschaut haben. Oder wenn du willst, dass ich dich morgens anlächle, dann sag guten Morgen zu mir. Ich koche Kaffee, sobald du den Müll runtergetragen hast. Beobachte und benenne, was du siehst. Mach die Notizen von dem Machtspiel, das dein Narzisst inszeniert. Notiere Ideen. Was fällt dir ein, um dagegen zu halten? Und sprich darüber. Geh zu deiner besten Freundin oder deinem besten Freund und besprecht gemeinsam, was du aufgeschrieben hast. Sag deinem egoistischen Partner, wenn du dich weiterhin so unmöglich zu mir verhältst, dann wird unsere Beziehung daran scheitern. Und lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Vor allem aber, du bist wichtig. Sag dir das auch vor. Ich bin wichtig. Jetzt. Weil es stimmt. Geht achtsam mit euch um.